herzlich willkommen. Mein Name ist Divik. Herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück, falls ihr neu auf meinem Kanal seid oder nicht seid. Hallo. Heute geht es darum, dass wir mein Büro hier umgestalten, weil ich kann es nicht mehr sehen. Alles ist jetzt so eingestellt, wie ich es nicht will. Es hat sich mir entwickelt, dass es dann funktioniert, aber nicht so ist, wie ich es gern hätte. Und im letzten Vlog oder im kommenden Vlog, wir werden sehen. Im letzten Vlog, glaube ich, gemeint. Ja, ist dann wie, ich kaufe eine neue Schreibtischplatte, werde ich alles neu umändern und so. Dann ist mir so ein Gedankenblitz gekommen. Wieso soll ich mir eine neue Schreibtischplatte kaufen? Ich habe hier zwei Schreibtische, also ein Elf und eine normale. Ich werde die umtauschen und dann ist das Ellige für den Drucker und so weiter fertig. Und die Tiefe, die ich jetzt hier habe, ist dann für meinen Computerkram so. Und das Kabelmanagement muss ich machen. Das wird eine Arbeit. Aber es wird eine coole Arbeit, glaube ich. Ich werde jetzt erstmal alles abmontieren. Strom ausschalten und so weiter. Jetzt hier den Stromstecker ziehen und so. Diese L-Form meinte ich. Die hier werde ich dann nutzen, dass dieses L, dass das L hier dann nach hinten geht. Und dass dann da auf diesem L, dass das hier, dass wir es drehen, so, deine Drucke und so weiter steht. Und hier nichts mehr und dann nur noch der tiefe Schreibtisch ist, damit ich dann gut was machen kann. Hier, damit dann auch der Arm, der hier eigentlich drüber ist, über dem L, dann hier rüber ist. Das hier wegstellen, ich werde es sehen. Aber erstmal werden wir das ganze Zeug aus dem Schreibtisch wegmachen. So, jetzt werden wir das hier drehen und zwar kommt das hier werden wir dann so drehen, dass das hier nach hinten ragt und das hier tauschen wir dann aus und nach vorne. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Die Idee ist gut, nur stört mich das nicht so weit, ist, wie das da, wie die andere Tischplatte. Also nicht so lang. Ich zeige es euch mal, wie es aussieht. Ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich meine. Die Tischplatte ist kürzer als die da. Und die da hat so eine blöde Kante. Jetzt kommen wir zur Hauptveränderung. Hiermit. Wir werden jetzt versuchen,
Wir schauen einmal. Wo ist es? Das hier. Hier drunter zu kleben. Hier unter die Schreibtischplatte. Damit dann das Kabelsalat hier weg ist. Ich werde es erstmal versuchen. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich melde das jetzt hier schon einmal. In der Elternwohnung, die wir hatten, in der Einzimmerwohnung, mit so einem doppelseitigen Klebeband dran zu kleben hier dran, damit das dann besser klappt. Ich glaube, ich werde es hier unten drunter dran machen, weil hier habe ich keinen Platz und bin es auch nicht so weit vom Drucker entfernt. Außerdem brauche ich hier nochmal ein bisschen Platz, um theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, nicht nur die ganzen Kabel, sondern auch diese Klemmvorrichtung hier dran zu machen. Dann fangen wir mal an mit dem Nastro Biadesivo. So sieht es dann aus. Jetzt sieht es, glaube ich, besser. Das sind erstmal zwei Streifen. Und jetzt, huch, der dritte Streifen. Ich will, dass es unglaublich sicher ist. So. Mach ich das so? Nee, ich mach das so. Jetzt nochmal dran drücken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Den Rest vom Gummi wieder in die Verpackung rein. Ja, und jetzt ab zu den anderen Klemmsachen. Die muss ich nochmal auseinanderbauen und neu hinstellen. Und neu organisieren, weil das Licht jetzt nicht mehr in der Decke ist. Muss ich mal schauen, wie ich das denn jetzt organisieren werde. Erstmal das zur Seite und das hier. Gute Position, austesten. Passt. Jo. Passt ganz gut. Kommt der schwierige Teil. Ich denke mal, dass dieser Teil hier, der Arm, nicht gebraucht wird erstmal. So. Idee. Ich könnte das hier hin machen. Oh, das ist eine gute Frage. Oh Gott, das ist aber echt fies jetzt. Was, wenn ich Overhead-Sachen machen möchte? Ich habe nur diesen einen Arm. Gucken wir mal, wie es dann ist, wenn ich das kürzer mache. Ich muss dann nachher nochmal anschließen an den Computer. Mal schauen, wie es dann von der Höhe her passt. Idee. Ich werde die Kamera hier von wegnehmen, hier dran klemmen und dann... Och, Kabelsalat activated. Ich muss nachher nochmal gucken, ob die Kamera die hier aufgreift. Ich kann dann das hier zur Seite machen, alles. Dann habe ich hier schön frei und eventuell mache ich das Licht hier oben hin, das Ringlicht. Hier über die Kamera, aber vorher muss ich gucken, wie das dann funktioniert. Aber erstmal die Kabel ganz nah hier dran machen. Thank you.
Jetzt geht's ans Kabelmanagement, Leute. Zum Computer nicht so weit weg. Licht! Jetzt werden wir uns um das Licht kümmern. Jetzt werden wir hier den Kreis nochmal bekleben, den doppelseitigen Klebeband. Und zwar Stückchen für Stückchen. Wenn es schon das relativ schwere Mehrsteckerkabel halten kann, wird es dieses billige Licht auch nochmal halten. Unterschätzt, wie viel Arbeit diese Kabelei doch ist. Es dauert ja ewig. Jetzt gehe ich mal restlichen Sachen vom Boden aufräumen, Tisch aufräumen, gleich testen, ob es funktioniert oder nicht. Ich war vorhin wieder in diesem Laden, der alles und nichts hat. Und was habe ich gekauft? Neue LED-Stripes.
Ich habe mich nämlich vergriffen. Das blaue Licht sollte eigentlich Natur. Das werden wir jetzt heute ändern. Okay, erstmal packen wir den Scheiß hier aus. Das Blaue finde ich einfach nur schrecklich. Machen wir uns mal auf. Das Regal ist frei. Jetzt ist die Frage, wie ich das anbringe. Bringe ich es an unterhalb oder oberhalb? Unterhalb wäre cooler, ne? Idee! Idee! Ich habe doch letztens doppelseitige Klebeband gekauft. Das werde ich jetzt nutzen, zurechtschneiden und sporadisch, aber regelmäßig an das Ding hier festkleben, damit es auch wirklich in dem Holz kleben bleibt. Und ich hoffe, es bleibt kleben, weil, wie ihr seht, während der Installation ist es abgefallen. Das hier ist das extra starke. Installiert, jetzt wird gewischt. Ein bisschen. Boah, ist das schmutzig, Junge. Jetzt wird wieder eingeräumt. Und das ist das fertige Ergebnis. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, falls ihr noch Verbesserungsvorschläge für dieses Setup habt. Mille grazie fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, dem Algorithmus gefällt es. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Ciao.